Feuer und Flamme. Der FCA-Podcast von Hitradio RT1 mit Stadionsprecher Rolf Stürmann und Fußballwirt Max Krapf. Ja, guten Tag, Herr Krapf. Moinsen. Du hast die Jacke Rolf. Noch an. Was ist los? Wolltest du dich nicht heimisch fühlen heute? Die Jacke war jetzt 3 Jahre lang im Schrank und heute habe ich sie zum ersten Mal wieder zubekommen vorne und deswegen lasse ich die an bis August. Ja, Herr Krapf hat ja jetzt mindestens 12, 13 Kilo abgenommen. Man sieht es dir ja wirklich an. Ich glaube, es sind eher 26 Pfund. Wie du willst. Auf jeden Fall willkommen an alle Podcast-Hörer. Dankeschön für die Unterstützung. Auch natürlich heute an unseren Sponsor LEW Solar, die umfassende Energielösung für zu Hause. Alle Informationen im Internet, wie das heute so üblich ist, lew-solar.de. Da war dieses Spiel. Ich hatte mich eigentlich auf einen ruhigen Nachmittag gefreut, habe dann 7 Tore angesagt. Es war viel Arbeit für mich zumindest, für unsere Abwehr auch. Für mich auch. Ich habe bei jedem Abwehrfehler ein Dreiviertel des Weinschorle weggeschluckt und kannst du dir ja vorstellen, die Halbzeit war schon, da fand ich dann schon alles super. Müssen wir noch über das Spiel reden oder ist es eigentlich schon egal, weil wir sind safe, weil der Kader wird sich verändern, weil es ist nur noch ein Spiel und weil eh schon wurscht. Damit ist ja tatsächlich schon fast alles gesagt. Ja, wir verstärken uns natürlich. Es wird alles ganz anders nächstes Jahr. Okay, dann lass uns bitte noch wenigstens über das reden, bevor wir zu unserem Hauptprogramm heute kommen. Wir haben nämlich sensationelle Studiogäste eingeladen, gleich mehr. Der Elfmeter zum Schluss. Du sitzt ja auf der Tribüne etwas höher als ich. Du konntest es wahrscheinlich auch nicht genau sehen. War es ein Elfer, war es keiner? Im Fernsehen hat man es dann deutlich gesehen. Viele haben gesagt, man kann, aber muss nicht. Ich sage eher, man muss nicht und kann gar nicht. Also ich kann dir nur sagen, da bin ich schon elegant ums Stadion rum zum Bienenstichbuffet getänzelt, weil ich unwirsch war ob der Leistung. Deswegen kann ich auch nur das sagen, was alle anderen sagen. Ich sage, man soll nicht, darf aber, müsste aber, wenn es Viele haben dann ja gesagt, warum hat denn da der Videoschiedsrichter gar nichts gemacht? Und Herr Winkmann hat auf seiner Meinung beharrt. Da waren viele sauer, dass man es nicht überprüft hat. Witzig fand ich dann, was Daniel Bayer, unser Kapitän, nach dem Spiel bei Sky gesagt hat. Ich finde es gut, dass der Schiedsrichter, wenn er es so sieht, seine Meinung behält. Und dieses in Köln, das geht mir so auf die Nerven. Die sollen gar nichts sagen, wenn er das so gesehen hat. Dann soll er dabei bleiben. Dann ist es vielleicht mal ein Fehler. Aber dieses Gewarte und dann wird nicht eingegriffen bei sowas. Also die sollen bei Abseits, klare Abseitslinien, innerhalb, außerhalb. Da können sie sich einschalten. Die Torlinientechnik funktioniert überragend. Und alles andere sollen sie hoffentlich für die nächste Saison verwerfen. Weil es macht keinen Spaß. In der 90. Minute musst du noch mal 5 Minuten warten, bis er dann irgendwas sagt. Und dann entscheidet er es noch falsch. Also für was soll das? Und wenn er die Cojones hat, in der 90. so ein Ding zu pfeifen, wenn er es so gesehen hat, dann finde ich es okay. Aber wie gesagt, kann sich in Köln erkundigen und pfeift trotzdem falsch. Da frage ich mich, lass mal's. Also finde ich so. Ja, für alle die sich so lang konzentrieren können, der war wirklich sauer. Ja. Über seine Geburtsstadt Köln, Cojones kommt drin vor, es kommt alles drin vor. Wenn wir nur jemand kennen würden, der sich mit Fußball auskennt, wo es keinen Videobeweis gibt. Mhm. Da kennen wir doch jemand. Kennen wir da jemand? Ja, Achtung. Da. Hier ist Familie Mölders. Yvonne und Sascha Mölders, hi. Servus. Grüß euch. Jetzt haben wir lang gewartet. Wir haben, Max hat auch schon ewig an dich hingeschraubt, Yvonne, dass ihr mal zusammen, ja. Dass ihr mal zusammenkommt. Also in dem Fall hier die Einladung ins Podcast-Studio. Ja, schön, dass es geklappt hat. Ja. Sascha, danke für die Einladung. Ja, hier gestern noch gespielt. Ja, herzlichen Glückwunsch vorgestern. Zum Klassenerhalt, ja. Sascha. Dankeschön, dankeschön. Fortuna Köln war das, ne? Ja, ich habe auch zur Abwechslung auch mal wieder ein Tor geschossen, ja. Ja. 2-2, das war ganz wichtig. Das da war wichtig. Hinten hattet richtig Probleme. Wir haben es fett gefeiert, muss man mal ehrlich sagen. War toll. Ja. Ja, das und ist Köln so. Jetzt weggeschossen, nach unten, ja? Die sind weg. Die sind abgestiegen, ja. Hm. Also gibt es denn irgendjemand, der jetzt den Podcast hört, der Sascha Mölders nicht kennen könnte? Nein, definitiv nicht. Du, ich hab mal gewikipediat. Geboren in Essen, das wissen wir alle. Mhm. Du hast mal bei, wie heißt das? Wacker Berge Borbeck. Da allein, kannst du das fehlerfrei sagen? Nee, ich habe es heute früh auch schon mal probiert. Das ist deine erste Station im Männerfußball, im Erwachsenenfußball gewesen, glaube ich. Ja, das stimmt sogar, ja. Wacker Berge Borbeck. Wo ist das in Deutschland? Das ist in Deutschland, ja, ist, natürlich. Ja. Ja, auch Essen, oder? Ja, das ist auch in Essen, ja. Ja, und dann, Rolf, dann das Überraschende ging ja nicht zu Rot-Weiß-Essen, wie ich immer gedacht habe, sondern zu den Lackschuhen, zu Schwarz-Weiß-Essen. Der Millionärsclub in Essen, wie kommt es denn dazu? Ja, das ist einfach ganz einfach. Also ich war immer Rot-Weiß-Essen-Fan und wollte nicht für Rot-Weiß-Essen spielen. Und Schwarz-Weiß-Essen, ja, war einfach so. Weil wir immer in der Jugend immer besser waren als Rot-Weiß-Essen mit den Dorf, also mit den kleinen Stadtteilvereinen. Okay. Und Schwarz-Weiß-Essen, ja, die haben einfach den besseren Jugendverein gehabt. Das war damals so.
Stimmt das, Yvonne? Weil wenn sich jemand mit Jugendfußball auskennt und so, dann bist doch du das. Ja, ja, wobei der Essener Fußball nicht ganz mein Gebiet war. Sondern? Welcher dann? Ich komme eher aus der Duisburger Region und ja, wir haben uns da in dem Raum nicht so gerne aufgehalten. Da können wir leider nicht zum Klassenerhalt gratulieren. Das ist der Hammer. Duisburg ist abgestiegen gestern. Ja. Ich habe es angeguckt. Es war nicht schlecht gespielt. Nee. Ihr wart immer wieder dran, aber dann zum Schluss. Ja, der Kopfballtorpedo dann am Ende von Domheuer oder wie heißt er? Unbedrängt ins eigene Tor. Genau. Sowas sieht man auch nicht alle Tage. Nee, stimmt. Aber es hätte, glaube ich, eh nichts genützt, weil Ingolstadt gewonnen hat, ne? Ja, genau. Die letzten paar Spiele waren ja in Ordnung, aber die ganze Restsaison war. Ja, also das ist ja immer dieses, ist das Ruhrpott oder wie, nicht, dass ich jetzt Falsches sage, Ruhrgebiet, wie nennt man das? Duisburg und Essen ist Pott. Pott. Das ist Pott. Und innerhalb dieses Potts ist eine Rivalität zwischen Duisburg. Allen Vereinen. Zwischen allen Vereinen, obwohl ja eigentlich für uns Bayern gefühlt alle in einer großen Zone wohnt. Das alles Holland für uns. Ja, aber da ist ja Stadt an Stadt an Stadt an Stadt. Das sind ja keine Dörfer, das sind ja Städte aneinander. Genau. Und da ist immer so dieses, ich mag euch nicht, kommt mal hier rüber die 10 Kilometer und dann gibt's Ärger. Genau, dann gibt's Haue. Ja, grundsätzlich ist natürlich alles gegen Schalke, das ist ja klar. Ach so, okay. Ja, ja, aber so außer natürlich... Rivalität ist bei uns im Pott natürlich brutal. Aber wie du sagst, wenn du so viele Vereine hast, macht es auch Spaß. Und du bist also Duisburg-Fan und du hast ja dann irgendwann in Duisburg gespielt. Hast du sie dann da klar gemacht oder wo habt ihr euch kennengelernt? Wir haben uns tatsächlich dann dort kennengelernt. Ja. Sie war F-Jugendtrainerin und ich war dann Amateurspieler. Aha. Und so haben wir uns eigentlich kennengelernt. Wie, wo war das? Beim Training? Auf dem Trainingsplatz quasi. Wir haben Rücken an Rücken trainiert. Ach so, und hast du gesehen, wer ist das? Kann man ja ab und zu mal ein bisschen rüberschauen. Hast du gewusst, wer das ist? Ja, der. Ich möchte es ja nicht böse sagen, aber er war ja jetzt niemand so Besonderes. Als Spieler von den Duisburg Amateuren ist es jetzt nicht so, dass man, glaube ich, dass man da irgendwie nicht mehr unbehelligt durch den Ruhrpott laufen könnte. Genau. Wer hat dann den ersten Schritt gemacht? Ja, jetzt bin ich gespannt, was sie sagt. Oh. Ja, da sind wir uns wieder uneinig. Also, ich glaube, er war schon ein bisschen Stalker. Also, wenn es Stalker gibt, dann war er schon einer. Aber er fand dich auch toll. Ja, er fand mich toll. Okay, und wie ist es dann ernst geworden? Ich meine, auf dem Trainingsplatz mal Hallo, Servus, ich finde dich toll oder so. Ich habe ja natürlich auch die Spiele geschaut, ne, weil man macht ja sonst nichts. Dann schaut man auch die Amateurspiele, fährt dann da auch überall hin und so und dann... Hat er auch schon ein bisschen polarisiert da in der kleinen Mannschaft. Nee, aber dann kannte man sich halt und er war halt sehr, sehr, sehr hartnäckig. Oh. Ja. Kann man so sagen, ja. Kurz und knapp. Ja, und es zahlt sich einfach aus, wenn man hartnäckig ist. Irgendwann kommt man zum Erfolg. Ja. Wolltest du ja auch unbedingt Fußballprofi werden. Wie kam es dann von Duisburg 2 zu Duisburg 1? Du hast bei mir viele Tore geschossen, ne? Ja, ich habe dann wirklich nach 4 Spielen, glaube ich, 10 Tore geschossen. Duisburg war damals zweite Liga. Ich durfte dann eigentlich schon fast das komplette Jahr mit trainieren. Unter? Rudi Bommer. Ah, okay. Ja, kennen wir alle. Okay. Ja, der ist vor 4 Wochen bei Hessen 3 Eich zurückgetreten als Trainer. Regionalliga Südwest. Okay. Das war aber nicht in der Sportschau, hätte ich mitbekommen. Habe ich auch nicht. Nein, Quatsch. Also, ja, aber dann ging es in die erste Mannschaft von Duisburg. Genau, dann habe ich am Ende der Saison Profivertrag unterschrieben. Mhm. Duisburg ist dann glücklicherweise aufgestiegen. Erste Liga, genau. Ja, weiß ich nicht. Und dann war ich eigentlich, innerhalb von 3 Jahren war ich von der Bezirks in der Bundesliga. Das war für mich natürlich, konnte es gar nicht glauben. Alter Bolzplatzkicker. Ja, genau. Du bist ja der Typ von der härteren Gangart, haben wir ja gehört. Du bist ein Bolzplatzkicker, du hast ja selber mal gesagt, du bist nicht der Filigranste, aber effektiv ist er ja schon. Naja, ich würde mal jeden, der mal sagt, der ist nicht der Filigranste, würde ich mal sehen wollen, wenn er mit ihm auf dem Fußballplatz steht, weil ich kann mich an Tore erinnern, die ersten 35 Bundesliga-Tore des FCA hast alle du geschossen. Mhm. Da waren richtig geile mit dabei, in Kaiserslautern und so weiter. Also stimmt. Das ist nicht jedes Tor, das du geschossen hast, kann Zufall sein. Deswegen finde ich schon, dass man, wenn man ein bisschen größer ist, sieht man ein bisschen stachsiger aus, aber ich glaube schon, dass du... Ja, das stimmt natürlich auch. Ja. Auch ja wohl offensichtlich in jeder Liga, in der du jemals gespielt hast, Tore geschossen hast. Was ist das für ein Rekord? Ich glaube, es gibt aktuell 5 Spieler in Deutschland, die das geschafft haben, in den ersten 5 Ligen doppelt zu treffen. Ja. Ich glaube, 4 oder 5 gibt's. Und die Regionalliga war jetzt, die dritte Liga war jetzt das letzte, was dir noch gefehlt hat. Genau, ja. Genau. Du warst Regionalliga West-Torschützenkönig. Ja. Wahnsinn, ne? Und Sascha Mölders wird ja immer in Erinnerung bleiben, weil du hast ja dieses Tor hier geschossen. Ich habe gewusst, dass wenn du auf den Manuel Neuer zuläufst, dass du, wenn du ganz nah vor ihm stehst, hast du keine Chance. Und darum habe ich gedacht, schließt früh ab, wollte auch in die lange Ecke schießen, aber dass er natürlich so oben reinfliegt, ist perfekt. Du hast das 1-0
damals geschossen gegen Manuel Neuer, der Bayern-Sieg zu Hause für den FCA. Das ist so ein Spiel, das vergisst man nicht. Genau, es ist einfach so. Und es war ja dieser Vorwurf, Herr Guardiola hätte nur mit der B11 gespielt. Ja, wir hatten mit der C11 gespielt, also außer Sascha waren ja nur Die wollten es schlecht machen, haben sie aber nie geschafft. Also erinnert man sich da dann noch irgendwie oder ist das eigentlich toll gewesen, aber ja, gut, ist schon lang her. Nein, das ist natürlich ein Highlight gewesen. Also es ist so, dass ich immer meine Fußballschuhe verschenke, aber die Fußballschuhe, die habe ich natürlich noch zu Hause und ich habe auch ein Bild an der Wand, wo ich nach dem Spiel oben in die Kurve war mit der Humba und so, das ist natürlich klar. Also das werde ich nie mehr vergessen, das ist ja klar. Ja, du hast eine riesen Trikotsammlung zu Hause. Wie viele Trikots hast du zu Hause? Du hast ja auch ganz prominente Jungs dabei, ne? Ja, ich muss echt sagen, dass ich wirklich kistenweise habe. Bei meinem Sohn im Zimmer, ich glaube, haben wir jetzt mal wieder alle abgemacht, weil du hast keine Tapete mehr gesehen. Also das war schon bei übertrieben. Bei Leo oder bei Noah? Beide. Bei beiden. Und ja, ich muss aber dazu sagen, dass viele auch immer mein Trikot haben wollten. Ich weiß zwar nicht warum, aber die wollten es immer haben. Ja. Vielleicht, weil es so groß war, weißt du? Das prominenteste Trikot, was wäre das? Das prominenteste, wo du dich erinnern kannst, jetzt so ganz schnell, bei den vielen? Ich würde sagen Bud Spencer. Auch? Ja, das heißt, wie kam es denn zu dem Bud Spencer-Trikot eigentlich? Da müssen wir noch mal kurz die Vorgeschichte erzählen, ja? Genau. Ja, Bud Spencer hat ein Trikot von dir. Ja, es gibt ein Foto, auf dem Bud Spencer ein Trikot von der 33 des FCA, Sascha Mölders, in der Hand hat. Ja, das wie kam es dazu? Ja, das war so, dass ein Bekannter von mir, der kennt jemanden und der hat mich gefragt und ich habe natürlich darüber gelacht, wie jeder andere auch und habe gesagt, ja, klar. Habe dann erst dreimal gesagt, nee, sowas mache ich nicht. Also das ist ja völliger Schmarrn. Dass Bud Spencer dein Trikot will? Genau. Ach so, das hast du nicht geglaubt? Nee, natürlich nicht. Ich glaube, kein Mensch auf der Welt hätte es geglaubt. Ja. Und er hat so lange gefragt und dann habe ich halt irgendwann gesagt, komm, hier hast du das Trikot und dann mach halt damit, was du willst. So. Okay. Und irgendwann, keine Ahnung, 3-4 Monate später, dann habe ich halt Fotos bekommen und dann habe ich auf mein Handy geschaut und habe gedacht, ja mega gut, geil. Kann ja gar nicht das sein. Das gibt's doch nicht. Ja, Schweinsteiger hatte ich, was echt schön war, oder Pizarro. Ja, Podolski. Spielt immer noch. Ja, der spielt immer noch. Und der ist ja meine Hoffnung, weil der ist noch 6 Jahre älter als ich. Wir haben noch das von ganz, ganz früher, das Bremen-Trikot. Ja, das ganz alte von Pizarro. Trikot habe ich schon, das ist schon, glaube ich, 12 Jahre alt oder so. Das ist noch groß geschnitten, glaube ich. Ja, das ist aber noch nicht so eng, das kommt uns entgegen. Ich werde jetzt auch was verraten, was ich noch niemandem erzählt habe. Sascha ist der Einzige, der es weiß beim Thema Trikot. Ja, ich bin ja kein Fan, ich traue mich jetzt aber, ich habe tatsächlich ein 1860-Trikot von Sascha Mölders bei mir im Keller liegen. Hast schon recht. Aber jetzt nicht, weil ich Fan von dem Verein bin, sondern irgendwie finde die Farbe ganz schön und es ist halt von dir. Ja, jetzt musst du aufpassen, was du sagst hier. Das hast du mal mitgebracht beim Spiel gegen FC Augsburg 2. Ne? Stimmt, ja. Da haben wir ja auch gewonnen, das war wo die Regionalliga-Rekord, Zuschauer-Rekord. Also wenn du mir sagst, meinst du ein FCA in dem Fall. Richtig, natürlich, ja. Wer sonst? Ja, genau. Also, nach Duisburg ging es dann zum FSV Frankfurt und dann bist du zum FC Augsburg gekommen. Wie lief das denn ab eigentlich? Ich will. Ich kann mich noch genau erinnern. Was, du weißt das? Ja, da hatten wir ein Testspiel in Gersthofen. Damals wie immer, das erste Spiel in Gersthofen, da habe ich zum ersten Mal die Mölders gesehen. Da warst du dann irgendwie am Wurststand vor mir gestanden. Sonst, und ganz viele Kinder und er hat gespielt. Ich kannte ihn ja schon auch von Zweitliga gucken, irgendwie mit dem FSV Frankfurt. Mhm. Und habe mich schon wirklich darauf gefreut, irgendwie ihn zu sehen, weil es halt auch immer gut ist, wenn man Typen in der Mannschaft hat. Und das hat halt dann eigentlich von Anfang an saugut funktioniert. Also ich weiß das echt noch, wie wenn es gestern gewesen wäre, wo er da zum ersten Mal in Gersthofen an der Sportanlage aufgeschlagen. Sein. Total irre. Und ich weiß halt wirklich noch, wie ich bei diesem Spiel gewesen bin, an dem Spieltag vorletzten, euer Aufstieg. Ja. Ich bin dann mit meiner ganzen Kindermannschaft dahin gefahren und und das Spiel lief ja eigentlich erstmal gut für uns, also für FSV. Ne? Wo dann, der Uwe Mörle rote Karte kriegen muss, wissen wir alle. Ja, genau. Den Sascha einfach mal umhaut, dann gibt es Elfmeter, genau. Und dann verschießt er hinterher noch die 1000-prozentige, beziehungsweise nicht verschießt, sondern der Jensch hat wirklich gut gehalten. Und sonst wäre vielleicht gar nichts geworden mit dem Aufstieg. Und wir haben keine Beziehung zu Augsburg gehabt. Und dann sitzt man 5 Wochen später. Ach, da wusstet ihr noch gar nichts. Genau das Gegenteil war der Fall, dass ich mit Bochum ganz weit war schon. Also wir wollten wieder zurück im Pott eigentlich. Ja. Und ich war mit Bochum in Verhandlungen und es war schon
Also recht weit. Also. Wer war damals der Man in Bochum, wo du da warst? Was waren da für der Figuren? Der Funkel war Trainer. Okay, und da war Christian Hochstetter, der Augsburger, war da irgendwann mal Manager, war das vielleicht zu dem Zeitpunkt? Na, egal. Es war so. Ich weiß gar nicht mehr. Da weiß ich jetzt auch nicht mehr. Aber Augsburg war gar kein Thema zu dem Zeitpunkt. Also gar wirklich, überhaupt nicht. Und da müssen zwei aus dem Pott nach Augsburg kommen. Das ist ja eine andere Welt für euch, oder? Ja, schon. Ihr wart vorher auch noch nie da. Das heißt, da war irgendwie Vertragsverhandlung. Wie muss man sich das vorstellen? Hast du unterschrieben? Nee, das war so, dass der Lokai war ja Trainer und der hat in Venlo gelebt. Okay, und stimmt. Das ist von unserer Heimat. Wir haben uns in der Mitte getroffen. Jeder ist für eine Viertelstunde gefahren. Haben wir uns getroffen. Und sehr geil. Ich muss sagen, er war sehr ehrlich. Ja. Er hat gesagt, wenn du zu uns kommst, musst du wissen, wir haben immer 6, 7 Schwerverletzte, weil die Plätze hier eine Katastrophe sind im Training. Okay. Also er war brutal ehrlich. Und dann habe ich nach dem Gespräch habe ich zu Yvonne gesagt, also wenn jetzt alles passt, dann fahre ich morgen hin und unterschreibe. Mhm. Und so war es dann. Dann kam abends das Angebot von Rettich. Und am anderen, Rettich, ich grüße Sie. Und am anderen Morgen sind wir nach Augsburg gefahren mit dem Zug. Ich habe den Test gemacht, unterschrieben und sind wir wieder zurückgefahren. Ich habe nichts gewusst von Augsburg. Dann haben wir erstmal gegoogelt. Das ist witzig. Na gut, ich war schon mal in Augsburg. Ja. Ja, du schaust mich nicht. Aber ganz ehrlich, dann warst du bei uns und dann gab es das erste Bundesligaspiel gegen Freiburg und hast du die ersten beiden Tore für den FCA geschossen. Auch das geht ja in die Geschichte ein. Ist so. Das ist schon. Und fast noch das dritte, das wäre noch Kopfballtor gewesen. Das war die ersten 3 Kopfbälle in seinem Leben. Ja, seltsame, du hast ja auch seltsame Tore geschossen. Ich erinnere mich noch an das Arschtor. Ich weiß nur nicht mehr, gegen wen das war. War das Düsseldorf? Kiefer. Ja, gegen Kiefer. Ach ja, genau. Na sicher. Weil ansonsten wären wir nämlich jetzt auch nicht mehr in der Bundesliga. Das war nämlich das erste Spiel in der Rückrunde. Und wie viele erbärmliche Punkte hatten wir in der Vorrunde? 9. Ich glaube 9. Rekord. Und dann hat ja auch ganz Augsburg schon nach einem neuen Trainer gesucht und keinen besseren als Mainz hier gefunden. Und dann kam Reuter, weil irgendwie der Vorige ging in die Jugend zurück. Und dann kam Reuter, den man am Anfang auch nicht haben wollte. Der vor der Saison schon mal beworben hat. Und der hat dann, ich weiß ja nicht, wie die Konstellation bei euch ist, aber meine Meinung ist, der hat Weinziel dann gesagt, wie es funktioniert, was man machen muss und dadurch sind wir drin geblieben. Und das Arschtor war echt wichtig. Also ich kann mich schon noch erinnern. Da hatten wir 3-2 gewonnen, glaube ich, aber auch zu Unrecht, weil Düsseldorf hat noch ein Tor geschossen, das aberkannt wurde irgendwie, das war abseits, ganz komisch. Ja, genau. Da gab es noch keinen Videoschiedsrichter, der jetzt alles hätte korrigieren können im Richtigen. Das war schon irre mit diesen 9 Punkten. Da hat uns ja keiner mehr irgendwie keiner mehr dran geglaubt. Vorher nie und danach auch nie wieder. Also 9 Punkte. Wir hatten dann, glaube ich, 24 geholt, mindestens in der Rückrunde. Das war sensationell. Ja, genau. Wir haben 33 gehabt am Ende. Ja. Noch ein Rekord. Ja. Da warst du schon wieder dabei. Und weil du gerade gesagt hast, Markus Weinziel, der hat ja auch mal was Nettes über dich gesagt. Ja, Sascha ist ein Torjäger. Das hat er unter Beweis gestellt. Der ist wichtig für uns. Wir sind unheimlich froh. Er darf so weitermachen. Hast du das mal jetzt verfolgt, so die letzten Jahre, was der Markus gemacht hat? Ja klar, man kommt ja nicht dran vorbei, aber ihr seid befreundet, glaube ich. Ich habe ein gutes Verhältnis zu Markus und ich verfolge es und Stuttgart lief jetzt alles andere als gut. Aber dafür war ja Schalke vorher super. Ja. Aber in Regensburg wird jetzt ja wieder ein Platz frei, was man so sagt. Finanziell ist das bestimmt gut gewesen auf Schalke. Aber ja, es ist halt schwierig, ne? Dann, ich habe schon erzählt, beim letzten Spiel gegen Stuttgart, wo wir dann sensationell gewonnen haben, saß halt der Markus mit dem Co-Trainer auf der Bank, dann Halil Altintop noch dabei und ich denke mir so, oh Gott, die Armen. Die können jetzt auch nichts machen, ne? Also, ja, das ist halt der Augsburg-Fluch, ja? Ja. Stuttgart wird immer Trainer entlassen gegen Augsburg, gell? Das war, glaube ich, jetzt fünfte oder sechste Mal. Ja. Auf jeden Fall hat Sascha doch Furore geschrieben beim FC Augsburg. Du warst sogar mal beim ZDF Sportstudio. Das passiert nicht vielen beim FC Augsburg. Philipp Max war jetzt als letztes Mal da und du. Ja, das war wirklich so, dass ich viele, viele Sportsendungen abgesagt hatte. Gerade nach dem ersten Spiel gegen Freiburg sollte ich ja damals zum Oliver Pocher in die Sendung. Da habe ich gesagt, von dem Idioten lassen wir gar nichts sagen. Das war clever. Ja, Sportstudio, das war ein Kindheitstraum, das muss man ehrlich sagen. Jeder hat es geschaut. War wirklich ein schönes Erlebnis. Hast du die Torwand getroffen? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, einmal, aber mit dem letzten Schuss erst. Aber immerhin. Reicht ja. Ich kann mich da schon noch dran erinnern, das war ein Riesenhype irgendwie um dich. Da war ja auch bei 11 Freunde zum Beispiel Philipp Köster, das ist ja ein Riesenfan von dir, war dann eben der FCA immer in aller Munde. Da ging es halt drum, der FCA ist wie in so einem schlechten 80er-Jahre-US-Film, wo die Bumstruppe irgendwie, der keiner was zu
zutraut, halt am Ende die Ärmel hochkrempelt und das war natürlich ein Image, das uns verdammt gut getan hat. Da war noch das mit dem Nasenpflaster, da war das noch aktuell im Sportstudio. Ich kriege nachher um 13 Uhr Besuch vom Marktamt in meiner Kneipe in Augsburg. Die schauen, ob auch alles sauber ist und die hatten beim ersten Besuch einen Kritikpunkt und zwar meine Speise- oder Getränkekarte. Das sind die Ingredients vom Weißwein und so nicht richtig ausgewiesen, aber die Speisekarte ist einfach richtig geil deswegen, weil da das Foto von Sascha drauf ist, seit mittlerweile seit 5 Jahren mit dem Nasenpflaster, aber jetzt wird Sascha ausgetauscht dann bald durch Bernd Schuster, die Preise werden fett erhöht und Sascha kommt dann hinten drauf auf die Karte, aber er wird immer auf der Karte sein. Das mit der Nase war ja auch so, Nase war kaputt, erinnern wir uns alle an die Fotos und du wurdest mal gefragt, ob du mit dieser Nase überhaupt spielen kannst. Weil ich habe ja was an der Nase und nicht an den Füßen. Das war legendär, der Spruch. Ja, sehr gut. Warte, ich muss nochmal hören. Weil ich habe ja was an der Nase und nicht an den Füßen. Ja. Also, aber ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt spielst du bei 60 München. Das riecht, also ein bisschen bayerisch hast du gar nicht angenommen. Du wohnst im Mehringen, Raum da hinten, ja. Gar nichts. Oh, ich finde schon. Na, finde ich überhaupt nicht. Also, wenn ich jetzt in der Heimat bin und dann wiederkomme, wenn ich jetzt so 2 Wochen oder so in der Heimat bin, ich komme wieder und dann sagst du, okay, jetzt sprichst du wieder ganz pott, also bitte bleib hier, sagst du dann zu mir. Ja, das mag schon sein, aber ich finde gar keine bayerischen Züge. Hast du jetzt irgendwie... Nee, finde ich auch nicht. Sogar. Also wenn wir da mit unseren Leuten, in Augsburg redet man ja nicht so bayerisch, aber in Mehring redet man viel bayerisch. Und wenn er dann da mit den alteingesessenen Freunden unterwegs ist, die 70-Jährigen, dann muss er sich schon ein bisschen anpassen. Also er kennt schon viele Fremdwörter auch. Okay. Aber ich glaube, die lieben euch da draußen auch. Ihr seid jetzt da schon auch schon seit so vielen Jahren irgendwie. Ja, wir sind jetzt 8 Jahre auch hier. Die einen sagen so, die anderen so. Ja, die sagen ja immer die einen so und die anderen so, wenn man irgendwie für andere Menschen interessant ist. Wie geht man dann damit um? Weil es wird ja auch viel Müll geredet. Lest ihr das oder hört ihr das, wenn die Leute dann schimpfen oder was weiß ich was? Weil es gibt es ja leider auch. Ja, also bei mir ist es so, dass die Leute, die über mich reden, das ist mir wurscht. Also das war mir schon immer egal. Zeitung lesen tue ich auch selten oder weil ich weiß, heute schreiben sie gut über dich und morgen schlecht. Das ist im normalen Leben genauso, deswegen interessiert es mich eigentlich. Ja, zumal ja auch immer die Leute die Fresse am weitesten aufreißen, die einen nicht kennen und damit eben angeben wollen. Ja, und deswegen ist es schon so, dass immer besser ist, wenn man Menschen beurteilt, wenn man sie persönlich kennengelernt. Aber bei uns gibt es halt, also ich sag mal, wenig Leute, die so sagen, so ja, die Mölders sind okay. Also es gibt nur die, die sagen, ich hasse die oder ich liebe die. Ja, also bei uns gibt es kein Mittelding, genau wie bei ihm jetzt auch als Spieler. Also entweder man sagt, man hasst den komplett, oder man liebt ihn. War das, weil es ja doch eine gewisse Rivalität zwischen FCA und 60 München gibt, wie schwer war das jetzt wirklich, FC Augsburg zu 1860 München zu kommen? Woran lag es, dass du da wirklich hingegangen bist? Ja, das ist schon so der Punkt bei mir, dass ich ja wirklich auch schaue, wenn ich jetzt irgendwo spiele, dass ich eigentlich zu keinem Verein gehe, wo große Rivalität ist. Aber bei mir war es jetzt nun mal so, dass ich keine Rolle mehr gespielt habe in Augsburg. Und jeder, der den Sport liebt, der will halt spielen. Dann habe ich es gemacht und ich muss sagen, also im Nachhinein, weder die 60-Fans noch die Augsburg-Fans, eigentlich hat es mir gar keiner übel genommen. Also wenn ihr seht mich auch öfter im Stadion bei euch, also ich werde immer herzlich empfangen, gegrüßt, also da hat nie einer was Schlechtes gesagt. Es liegt wahrscheinlich daran, dass du Legende bist. Also wenn jetzt so eine weiche Person, die könnte das nicht machen. Weil wenn der Erste zu dir sagt, so hör mal, was willst denn du hier, dann bricht er ja schon zusammen. Also du musst schon so ein bisschen so, weil du musst es ja im Kopf haben, dass es so sein könnte. Ja, man muss auch alles in Betracht ziehen. Bei mir war es auch wirklich so, dass ich sage, ich wollte nicht umziehen auch. Meine Kinder sollten nicht schon wieder das Bundesland wechseln, wegen Schule und sowas. Ja. Das sind ja alles Dinge, die müssen mit einfließen. Und war das Naheliegendste für mich einfach. Und dann fallen noch die Vereine raus, wo jetzt keine Zuschauer sind und so weiter. Also das fällt ja eigentlich komplett aus und dann... Du musstest dich entscheiden und konntest dann ja auch mit Leistung zurückzahlen. Fanbonus holt man sich ja durch gute Leistung. Ja, also ich habe da, denke ich, wie bei allen meinen Stationen jetzt, immer alles gegeben und ich glaube die Fans oder die Zuschauer, die sehen das auch und ja, bei mir, das war gerade schon richtig gesagt, entweder man mag mich oder man mag mich eben nicht, also so ein Mittelding gibt es bei mir eigentlich nicht. Mhm.
Ja, es ging ja auch schon mal los nach dem Abstieg dann in die dritte Liga, in die vierte Liga sogar, wo ja dein Vertrag eigentlich ausgelaufen ist und du dann als einer der ganz wenigen gesagt hast, du bleibst da, hast sicher ein paar Euro weniger verdient dann als, als zuvor. Ein paar. Und auch jetzt die Relegation von der dritten zum Aufstieg in die dritte Liga, da haben ja die, alle Tore hast ja du geschossen oder fast alle, sonst wäre das ja auch nicht passiert. Und ich meine, so macht man sich natürlich unsterblich selbst. Ich erinnere mich ja noch an die Schlagzeilen, du Mölders verlässt 60 München. Da hast du auch noch ein Facebook-Posting gemacht, hochemotional. Er hat sich schon verabschiedet. Ja, er hat sich verabschiedet, so nach dem Motto, ich glaube, du hast so geschrieben, so, ich weiß nicht, was hier überhaupt los ist, keiner weiß, was los ist, ich habe jedenfalls keinen Vertrag mehr. Chaos pur bei 60 München, jeder hat eigentlich dem Verein den Abstieg gewünscht, den Fans vielleicht nicht, aber dem Verein, weil das einfach nicht mehr weiterging. Investor hier, keine Ahnung, ich weiß es der jetzt Trainer, auch nicht. Der Trainer, der gesagt hat, sein Projekt ist gescheitert. Ja. Ach, du da waren so viele, Bitte, ne? Man ja. muss ja auch sagen, als Außenstehender war es ja wirklich so, wir haben ja dann wild eingekauft, auch im Winter und da wurden ja Summen, da wurden ja Summen aufgerufen für Trainer, dann haben wir ja noch diesen ENR aus Liverpool geholt, den Manager. Und, ja, da hat ja keiner mehr gewusst, wo rechts und links ist bei uns. Ja. Ich kann mir das schon vorstellen, dass jeder in Deutschland gedacht hat, hoffentlich steigen die ab. Aber ich glaube, gerade durch die Regionalliga haben wir uns doch wieder ein paar Sympathiepunkte erarbeitet. Und jetzt sind wir in der dritten Liga, jetzt haben wir den Klassenerhalt geschafft und ich glaube, der Verein tut mal ganz gut daran, ein bisschen ruhiger zu bleiben. Ja. Aber was man dann so gesehen hat im Grünwalder Stadion, das dann ja wieder euer Stadion war, es ist schon ganz schön abgegangen. Ja, es also, war ja eine mega Chance überhaupt, dann wieder da, ne? ins Grünwalder reinzukommen. Ja. Und ich war da auch ein bisschen eifersüchtig, habe ich mir das einmal drüben angeschaut, weil das so ein bisschen erinnert hat, auch an unsere Zeit, irgendwie spannend. Durch die vierte Liga zu tingeln und durch die dritte. Also, diese Bayernliga-Saison oder Regionalliga-Süd-Saison, die war sensationell, also von außen betrachtet. Also, da hast du wirklich ein komplett anderes, also da hat der Verein vom Ekel-Image eigentlich wurdest du total in ganz Deutschland, auf einmal haben alle für dich gewettet und nicht auf Saarbrücken. Ja, jetzt war es dann zum Schluss doch noch ein bisschen eng, war nach unten offen, jetzt habt ihr es geschafft. Jetzt ein Spiel ist noch, genau. In Jena, glaube ich. Ja, da habe ich auch schon eine Nachricht bekommen am Sonntag von Tobi Werner. Ah ja, der will schon, dass Jena drin bleibt. Genau, er hatte mich gefragt, er hat geschrieben, Sascha, ich gehe davon aus, du hast am Samstag eine Gelbsperre. Hat nicht geklappt, oder? Hat nicht geklappt, nein. Also ich würde gerne lieber nicht nach Jena fahren. Hast du gesagt, hättest du lieber nicht so abfällig über 60 geäußert, dann wäre ich verletzt. Also ein interessantes Fußballerleben bis dato. Es geht ja noch weiter. Du hast gesagt, 6 Jahre trennen dich von Pizarro. Also durchaus machbar. Nein, ich habe jetzt noch ein Jahr Vertrag und dann geht es auch so langsam Richtung Ende. Da muss man auch ehrlich sein. Aber du bist ja auch Trainer. Hier, was habe ich mir aufgeschrieben? Ich weiß es schon gar nicht mehr. So viel. SV Mering, Kissing, fast mal in Stetzling gelandet. Also ganz kurz warst du ja. Also die ganze Region, das Wittelsbacher Land fast, durchgearbeitet. Ja, das ist so mein Ziel. Also danach will ich schon in die Trainerschiene einsteigen. Mhm. Wo es mich dann hinführt, dann schauen wir mal. Aber hier so im Umkreis, Landesliga, Bayernliga, vielleicht auch Regionalliga, Spielertrainer. Yvonne, er kann es nicht lassen ohne Fußball. Kannst du dir vorstellen, dass der Tag X kommt und Sascha Mölders nach Hause kommt und sagt, nein. Schatzi, das war's. Ich werde also Vertrag ist ausgelaufen. Ich habe keinen Bock mehr auf den Fußball. Sommerferien, so gar nicht. Wir fahren im Urlaub. Ja. Schmeiß die Trikots raus, Sky-Abo kündigen. Ich will nie wieder was zu tun haben. Die Kinder gehen zum Schwimmen, nicht mehr zum Fußball. Also wenn er sagt, noch ein Jahr und dann gehe ich auch langsam zurück. Also ich glaube, so Regionalliga spielt er noch 7 Jahre oder so. Also ich glaube, bevor der in der Pommesliga ankommt. Also dass du wirklich nur noch zum Treffpunkt kommst und weiß ich nicht, also das dauert glaube ich noch richtig lang bei dem. Apropos Pommes. Also ich esse auch auf jeden Fall gerne Steak, Pizza, also für mich ist Essen schon fast ein Hobby. Bei dir ist Essen fast ein Hobby. Es ist kein Geheimnis, es gibt Hat Fotos, sich nicht geändert. Fotos, ja, wo du Fotos. Vielleicht ein bisschen mehr auf den Rippen hast, wie alle anderen schlanken 23-Jährigen. Wir gönnen es ihnen. Und dann kam irgendwann der Satz, dieses Bäuchlein war teuer. Wer hat das gesagt? Du, Yvonne. Nee, er. Er hat es selber gesagt. Ich hab's gesagt, ja. Erzähl mal, warum? Ja. Teuer angefressen. Ja, ganz genau. Ja, teuer und Weißbier schmeckt halt auch gut in Bayern, ne? Das wissen wir alle. Das setzt alles ein bisschen an. Aber kochst du auch viel, Yvonne? Ich koche sehr viel. Ich koche wie eine Massenproduktion. Also schon sehr viel. Das stimmt, ich sehe es immer. Ich sehe es deswegen auch eingeladen. Wir haben uns ja deswegen auch Yvonne mit dazu gewünscht. Weil du bist ja für uns beide, für Max und mich, ein Instagram-Star. Ja. Wir erfahren alles. Ja. Wir sehen, wenn du in der Badewanne liegst. Unverfälscht. Wir sehen, wenn du mit dem Hund rausgehst. Was sehen wir noch alles?
Ja, wenn die Kinder Fußballspiele haben, ja. ob es die Kleine ist oder die zwei Jungs und eigentlich mit dabei. Ich bin mittlerweile ja auch fast Mehring-Fan, muss man sagen. Aber man könnte jetzt sagen, ne, das sagt ihr nur so, ne, aber immer wenn ich den Markus zum Beispiel sehe, ne, der sagt mir immer, hör mal, du warst jetzt vorgestern in Schlag mich tot, Timbuktu irgendwo, da weiß es wirklich. Wenn du selber so ein fades Leben führst, dann würdest du auch in den Insta-Stories von den anderen rumhängen. Und du bist auch wirklich immer unterwegs gewesen. Also ich weiß es nur noch, Sascha, beim FC Augsburg gespielt hat, du bist jedes Auswärtsspiel dabei, hast dann aber nebenbei noch irgendwie andere Spiele, die du noch anguckst von alten Freunden. Ja. Spielst selber ja auch. Ja. Wie machst du das? Also wenn ich mal Zeit habe für mich, aber das ist eher selten. Ja, das ist schon schwierig. Also wenn man auch so viele Kinder hat wie wir, weil du willst ja jedem irgendwie Gefallen tun. Und meine Kinder, die sind jetzt nicht so, dass sie sagen, ja okay, dann fahr mal heute bei dem mit. Nein, die sagen alle, du fährst bei mir mit. Also alle. Ne, sogar der Große, der sagt, ja wie, du fährst nicht bei mir mit, weil schon alleine, weil den muss ich fahren, weil er immer noch keinen Führerschein hat. Und dann ist er meistens schön im Hotel und jammert rum, dass er im Hotel liegt. Und ich weiß nicht, wem soll ich jetzt in den Arsch treten und mit wem soll ich jetzt fahren. Ja, wie viele Spiele hast du angeguckt, hast mal mitgezählt? Und ganz grob, kilometertechnisch. In einem Jahr damals beim FSV Frankfurt habe ich mir die Kilometer aufgeschrieben. Wie viel waren das? 13.000 oder 14.000 Kilometer. Da war ich ja in Frankfurt, das ist ja in der Mitte von Deutschland. Ja. Also von da aus ist nicht alles so weit, von hier ist alles. Ja, also wie gesagt, man kann euer Leben sehr gut verfolgen. Sascha schaut dann auch wahrscheinlich immer zu, was die zu Hause macht, die Bande. Ist das okay für dich, wenn das Leben so öffentlich dargestellt wird? Weil ihr seid ja doch relativ bekannt, ne? Ja, ja, aber. Vor allen Dingen, wenn du es nicht öffentlich stellst. Mhm. Also wenn du es geheim hältst, das hat mal eine Bekannte von mir, die Dana Diekmeier, hat das auch mal so gesagt, weil die stellen eigentlich auch relativ alles online, die Diekmeiers. Und die haben auch gesagt, dass wenn du es geheim hältst, die Leute wollen es dann wissen und so wollen die es eigentlich gar nicht, also beziehungsweise schaut man mal nicht an, aber die Leute werden erst neugierig auf Kinder und so weiter, wenn man die versteckt mit Balken vorm Kopf und so weiter. Postet eigentlich Dana Diekmeier immer noch so fleißig, seit sie nicht mehr in Hamburg, sondern in Sandhausen? Ja, sie fährt auch oft hin. Die haben auch jetzt ein ganz wichtiges Spiel noch, gell? Am letzten Spieltag geht es da auch noch. Ja, aber mit deren HSV ist nichts mehr. Doch, die haben den Klassenerhalt geschafft gestern. Genau. Ja, HSV, ohne Relegation. Übrigens, der HSV ist die einzige Mannschaft im Profifußball, die noch nie aufgestiegen ist. Oh. Ehrlich? Mhm. Okay, stark. Ja. Der dauert ein bisschen, aber es stimmt. Und wir sind noch nie abgestiegen. Diese Saison, das dürfen wir jetzt auch nochmal sagen, der FC Augsburg war, auch wenn es sehr durchwachsen war, wir waren nie auf einem Abstiegsplatz. Auch nicht? Nein, waren wir nicht. Ja Mensch, Dennis Diekmeier, ich habe gar nicht gewusst, dass der in Sandhausen spielt. Der hat aber immer noch diesen Geilomaten-Zopf hinten. Die Haare, alle schauen mittlerweile so ein bisschen geschoren aus und er hat noch den schönen Zopf. Vor allem, du musst dir mal vorstellen, wenn du jetzt als so ein Star, dann gehst du nach Sandhausen. Also das ist auch schon mutig. Ne? Weil die Leute in so kleinen Orten und so, die denken ja auch erstmal. Ich finde es geil, dass er es gemacht hat. Und der hat denen ja richtig weitergeholfen. Ja, absolut. Und ich glaube, der Trainer von Sandhausen war ja zuvor noch bei Fortuna Köln. Der könnte also dieses Jahr tatsächlich einen Doppelabstieg feiern mit Fortuna Köln und mit Sandhausen. Aber ich wünsche es ihm nicht, weil, habe ich auch schon öfter erzählt, mein Sohn ist ein kleiner Sandhausen-Fan. Und deswegen, neben Everton findet er Sandhausen super, weil die Sandhäuser haben ihn immer an die Schlumpfhausen erinnert, früher, wo er klein war. Und deswegen findet er das super. Ja, das ist natürlich super. Aber Sandhausen hat noch ein schweres Spiel vor sich. Ingolstadt lauert hinten. Ja. Kann noch eng werden. Ja. Yvonne. Ja. Wir müssen natürlich über Spielerfrauen und deren Image sprechen. Du bist jetzt, finde ich, das komplette Gegenteil von allem, was man so in der Zeitung kennt. Allem. Du machst alles selber. Du putzt, du kochst, du bringst den Hund raus, du pflegst den Sascha, Hund, wenn er krank ist. Zweieinhalb. Genau. Zweieinhalb Hunde. Wann hast du mal eine Minute, wann hast du mal 10 Sekunden Zeit für dich? Schwierig, weil wenn ich auf die Toilette gehe, da kommen wirklich, alle kommen mir hinterher, die Hunde sitzen vor mir, die Kinder machen irgendwas und wenn ich die Toilette abschließe, dann drehen die das mit dem Geldstück auf, weil die dann rein wollen. Also ich habe keine Zeit, alleine zum Pinkeln zu gehen. Hätte man das nicht anders lösen können? Ich sag jetzt mal, ihr könntet euch doch eine Zugehilfe, könntet ihr ja machen finanziell. Ist doch heute kein großes Ding. Also ich hatte dass man wirklich sagt, okay, komm, einmal in der Woche kommt jemand, hilft mal ein bisschen. Einmal in der Woche, das ist das Problem. Ich hatte tatsächlich schon mal eine Haushaltshilfe, die hat es auch sehr gut gemacht. Also die hat 8 oder 9 Stunden am Stück meine Bude in Ordnung gebracht. Ne? Das Problem ist nur, morgens um 8 Uhr
am nächsten Tag ist das wieder komplett zerfallen alles. Das heißt, du also kannst es eigentlich auch gleich so lassen. Genau. Ich bräuchte also eigentlich jemanden, der mir jeden Tag das macht, weil ansonsten bringt es einfach nichts. Und deswegen denke ich mir, dann lasse ich lieber einmal alles liegen. Aber wenn ich zum Beispiel jetzt einen Tag keine Wäsche wasche, so wie jetzt am Wochenende, weil da war Fußball und Geburtstag vom Kind und sowas dann habe ich heute, glaube ich, 7 oder 8 Maschinen, wenn ich einen Tag schlampe und keine Wäsche wasche. Das heißt, also das, was wir jetzt hier aufnehmen, das nimmt dir so viel Zeit weg. So aber eine halbe Stunde oder so. Das aber es laufen ja daheim die Waschmaschinen jetzt. Ja, die läuft schon, genau. Die wird angemacht und dann läuft erstmal alles. Spülmaschine, Waschmaschine und so weiter. Wann wird aufgestanden im Hause Mölders? Wie sieht so ein Tag aus? Ein ganz normaler, unter der Woche kein Training oder vielleicht einmal Training? Also der Tag sieht tatsächlich so aus, dass Sascha morgens, also der steht eher früh auf. Der ist natürlich auch schon um spätestens 20 Uhr im Bett. Ja, ne? 20 haben wir gerade schon drüber. Nicht. Also der schläft sehr, sehr früh. Ja. Ne? Also wenn er um 6 auf der Couch liegt abends, dann wird er auch um 6 einschlafen. Auch da gibt es schöne Bilder übrigens. Da kann man immer wieder mal sehen. Genau, kann man alles. Also falls man munkelt, ich lüge, weil er sagt immer, stimmt nicht. Ne? Also ihr seid ja immer live dabei. So, und dann steht tatsächlich er morgens auf und macht die Kinder fertig für die... Wie viel Uhr ungefähr? Wann stehst du auf? Kurz vor 7? 10 nach 7. Okay, los. Ja. Kurz vor 7 schon. Aber auf jeden Fall, dann weckt er die Kinder. Und bei uns ist das morgens, also könnt ihr euch wirklich nicht vorstellen, das ist ein Geschrei vom anderen Stern. Also die Kinder, die fangen morgens an, sich zu keine Ahnung, schlagen, weiß man nicht. Also um irgendwas, so heute um die letzte Capri-Sonne. Ne? Wer nimmt die letzte Capri-Sonne mit? Ein Geil. Kind ist jetzt ohne Getränk in die Schule gegangen. Ja. Und erzählt dann wahrscheinlich, bei uns gibt's nichts. Bei uns gibt's nichts. Jugendamt kommt gleich und sagt, warum das Kind nichts zu trinken gibt. Aber und dann macht er die Kinder fertig und fährt dann direkt nach München und dann stehe ich erst auf, wenn das Theater vorbei ist. Ist gut. Dann, das gönne ich dir aber jetzt, wenn ich das so höre. Ja, ist so. Und dann, ne, aber und dann, also wenn er dann um 12 oder wann machst du dich auf den Weg zurück, wenn du einmal Training hast? Sowas, ja. 10, ja, oder sagen wir mal um 1. Und dann ist aber wirklich, er ist schon dann so und sagt, aber Essen ist fertig, ist Essen fertig, ist Essen fertig. Also du bist auch wirklich fertig. Also wirklich, wenn er nach Hause kommt, dann entweder der isst was oder der isst die Möbel auf oder keine Ahnung. Ja, und vor allem, es gibt ja bei euch nicht Curry King, sondern es gibt ja wirklich was zu essen. Also du kochst machst du alles verschiedene selber. Gerichte meistens, dass jedem irgendwie was schmeckt. Weil der eine, also ich sag mal so, ich zwinge die relativ alles zu essen, ne? Aber trotzdem bin ich so nett und mache immer dann wirklich den Kindern nicht irgendwas, was jetzt wirklich keiner mag oder so. Mhm. Also ich mache das schon alles so gerecht, aber der Sascha wird am liebsten wirklich nur Pizza und Spaghetti Bolognese essen, jeden Tag. Es wäre ja recht einfach. Das wäre recht einfach, aber man muss den ja irgendwie, meinst du, wie der dann sonst schon aussehen würde, wenn ich dem wirklich jeden Tag nur das machen würde. Naja, und der aber sieht ja voll mager aus. Und Spaghetti Bolognese ist bei uns also 2 Kilo Hackfleisch. Ja. Das musst du erstmal kaufen. Also überleg dir mal 2 Kilo Hackfleisch. Das ist eine Menge. Aber die große Pfanne auch. Und 1 Kilo Nudeln. Auch den Nudeltopf, der muss ein bisschen größer sein. Und da essen wirklich alle nur 2 Gabeln. Hast du eine Bonuskarte vom Supermarkt? Da kann man sich ja nebenbei einen Porsche finanzieren damit, oder? Payback Punkten. Ist schon gut dabei. Siehst du? Ja, das summiert sich, ne? Muss, ja. Wie oft gehst du einkaufen? Jeden Tag. Jeden Tag. Ein ganzer Wagen voll. Ein ganzer Wagen voll, jeden Tag. Und man erinnert sich, dass die Kinder auch viel trinken. Genau. Wahnsinn. Und dann kannst du auch sagen, ja, dann kauf doch mal auf Vorrat hier Kästen und so weiter. Hole ich 3 Kästen, dann sind die Kästen am nächsten Tag weg. Ja, aber wenn du jetzt bei Instagram diese Glamour-Welt der anderen Spielerfrauen siehst, die nur noch hübsch sind und nicht wissen, welche Gucci-Tasche ziehe ich denn was heute nicht an. Was heißt, dass sie nicht hübsch wäre. Oh, danke schön. Das meine ich jetzt. Meine guten Zeiten. Ich wollte es doch nicht unerwünschen lassen. Kam das so rüber? Das meinte ich ja überhaupt nicht. Nein, gar nicht. Ich wollte es nur festgestellt. Meine jungen Jahre und guten Jahre sind schon vorbei. Du weißt, was ich meine. Was? Ich doch. Es haftet ja diesen Spielerfrauen, ich sage jetzt auch, es sind nicht alle so, aber es haftet ihnen ja schon an. Dass sie nichts tun, immer nur zur Schau stellen, was sie haben und eigentlich nichts vom Leben wissen. Und dann stellen die sich hin und sagen dann, das ist gar nicht so, ich bin nicht so. Aber zum Beispiel, ich bin ja eigentlich so, weil ich mache ja nichts anderes. Mhm. Also ich mache ja wirklich nichts anderes, als zu Hause mich um meine Leute zu kümmern und so weiter. Also ich kann ja, also oder was heißt kann ja nicht, ich arbeite ja wirklich nicht jetzt geht zur Zeit. Ja, vielleicht, also irgendwann wird es noch gehen, ein paar Stunden zwischendurch du oder bist so. Aber Reiseverkehrskauffrau. Ich bin Reiseverkehrskauffrau, genau. Ja, aber. Aber ich finde, ich arbeite nicht, ist ein großes Wort, wenn man 4 Kinder hat und einen Mann und ein großes Haus. Für andere ist es aber so. Also, das ist schon, ich bin da schon beeindruckt. Aber es ist wirklich so. Also, die meisten haben halt wirklich, also die schönen Fotos posten, mit den Kindern und so weiter, die Hübschen mit den Taschen und so weiter, die posten ihre Fotos, aber ich weiß ja, dass die eine Nanny dabei haben. Mhm.
Ja, du, also die sagen dann, ich weiß ja dann, also die sagen ja dann, oh, ich bin heute mit meinem Kind im Zoo, aber ich weiß ja, dass die Nanny dabei ist, die ist aber nicht auf den Fotos dabei. Mhm. Die hat das Foto deswegen, gemacht. Genau, die hat das Foto gemacht, aber deswegen denke ich mir nur, weißt du, lass sie machen, ist mir scheißegal. Ja. Ich habe dafür Spaß. Ehrlichkeit zahlt sich halt auch oft aus. Ist macht, so, deswegen sind wir auch so unverschämt ehrlich. Deswegen mögen wir, drei uns auch. Genau so ist es. Deswegen mögen euch ja auch viele, weil Sascha war immer ehrlich, hat immer ehrliche Meinung gesagt, wenn irgendwas nicht geklappt hat. Ne? Ist doch so. Ist so. Die Wahrheit tut halt manchmal weh und deswegen im mögen Fußball, dich auch ja, viele nicht. Im Fußball ist es auch nicht immer gern gesehen. Aber nee. Das ist ja auch so ein großes Thema. Was dürfen Fußballer noch sagen? Ja, ich weiß, dass viele gerne auch mal was sagen würden, aber die sich einfach nicht trauen, weil sie Angst haben, dass dann Konsequenzen drohen. Mm-mm. Und mir war es einfach immer egal. Würde ich auch sagen, es gibt Menschen auch, die können was sagen, und es gibt Menschen, die sollten einfach nichts sagen. Und wenn aber die was sagen können, die sollen dann auch ruhig was sagen. Mhm. FC Augsburg, jetzt haben wir es wieder geschafft, jetzt sind wir tatsächlich das 9. Jahr in der ersten Bundesliga. Also ganz ehrlich, selbst wenn alle Fans jetzt dieses Jahr irgendwelche Ansprüche nach oben irgendwie geschraubt haben, man muss eigentlich jedes Jahr froh sein, dass wir noch drin sind. Es war knapp zum Schluss, aber ich habe auch bei Facebook 1000 Erinnerungen gekriegt die letzten Jahre. Mhm. Es war immer zur selben Zeit fast. So vor Muttertag, ja, du weißt es auch noch. Mhm. Ja, wart ihr auch bei einem oder meinem einen oder anderen letzten knappen Nicht-Abstieg. Klassenerhalt dabei, ne? Ja, zum Beispiel, wo Düsseldorf unverhofft plötzlich abgestiegen ist und wir drin geblieben sind. Das war schon relativ witzig. Das gehört zum FCA einfach dazu. Am Ende ein bisschen zittern und dann schafft man das doch. Das war doch dieses Spiel, solide, wo wir gegen Fürth gespielt haben. War das? Mit dem Elfmeter. Und dann hatte Hoffenheim irgendwie ganz unreal bei Dortmund gewonnen. Genau. Und dann war auf einmal Düsseldorf, die vor uns waren auf einmal abgestiegen. Ja, die ganze Saison war Düsseldorf niemals auf dem Abstieg, sondern auf dem Relegationsplatz. Und wir hatten doch dann diesen Elfmeter, wo dann einer zu früh reingelaufen ist und der wiederholt. Und ich habe schon nach Düsseldorf durchgegeben, Elfmeter, Tor, die sich gefreut haben. Ne? Familie Bellinghausen, Großmann. Und dann kam der Manninger. Und dann kam der Manninger, da hat er ihn gehalten. Und dann Edgar Pripp war das, glaube ich, der den Elfer verschossen hat. Ach, wir haben so viel erlebt, wir alle zusammen. Mega, da könnte man schon vier Filme draus machen. Bücher schreiben. Bücher, Filme. Schreibst du ein Buch mal? Nein. Hast du noch das Zeit, wird zu lange, schreiben? Eine ganze Yvonne könnte echt ein Buch schreiben. Aber da geht es ja nicht um Buch, da geht es ja um Bücher. Aber die Namen ich habe schon ganze Bücher aus. Über den FCA geschrieben. Du da war Sascha auch mit dabei, wo wir 111 Jahre den FCA zu lieben haben, was vorgestellt haben. In Neuses, glaube ich, oder was weiß ich wo. Ja, genau. Daniel Bayer, kauft euch das Buch, Freunde, ich mit Liebe von den Tantiemen. Wie von jedem Buch 8 Cent, glaube ich, das verkauft wird. Wir verkaufen mindestens 30 im Jahr. Hast du von mir auch schon eins bekommen? 2,40 Euro. 30.000 meinst du? Deswegen fährst du ein Lada. Das ist der Grund, warum ich mein Lada leite. Das ist natürlich klar. Aber anstatt ein Buch zu schreiben, ne? Also so blöd, wie es sich anhört, aber zum Beispiel jetzt der Sascha, ne? Wie oft also der jemanden mit seinen Erfahrungen hilft, der im Fußball ist. Also das kann man sich gar nicht vorstellen, wie viele Leute ihn fragen, die jetzt auch junge Fußballer auch, die sagen, was soll ich machen? Soll ich das lieber? Soll ich lieber verlängern? Soll ich lieber gehen? Also ich sag mal, durch die ganzen Jahre, durch diese ganzen Erfahrungen, die du überall mitgenommen hast, ne? So viel beigebracht bekommen, dass du das echt, also das brauchst du nicht mal verfilmen oder ein Buch schreiben, sondern wenn du es weitergibst, dann... Genau, deswegen der Trainerjob ja mehr als geeignet für ihn. Ich kann mich da auch erinnern, egal ob das jetzt Dominik Kor war oder ob das André Hahn war, wo die nach Augsburg gekommen sind, die ganzen damals recht jungen oder unerfahrenen Spieler, die sind alle durch eure Hände gegangen und haben sich deswegen ja auch in Augsburg wohlgefühlt und deswegen war diese Komponente Mölders beim FCA immer eine mega wichtige, um einfach den Spielern nicht nur sportlich, sondern auch gesellschaftlich hier irgendwie den Anschluss zu verschaffen. Das habt ihr immer großartig gemacht. Ja. Habt ihr noch mit jemand besonders Kontakt, der jetzt schon länger nicht mehr in Augsburg ist? Mit wem habt ihr am meisten so noch zu tun? Der nicht mehr in Augsburg. Ja, also ja, genau. Ja, beim FCA Halil sehe ich öfter mal. Halil, ja, genau, die sind ja jetzt von Kissing dann wieder nach Augsburg gezogen. Ja. Ansonsten hatten wir echt mit denen noch viel zu tun. Mit Weinziels hatten wir viel zu tun. Okay. Ja, ansonsten. Ja, schreiben alles so ab lose. Und zu mal mit Paul schreibe ich ab und zu mit Tobi. Also Kontakt, also ist meistens nur schriftlich und so weiter. Ne? Was macht denn Paul Verhaag? Weiß man schon was? Der ist freigestellt worden von Wolfsburg, echt? Ne? Ja. Okay, das wusste ich jetzt zum Beispiel noch nicht. Drei Spieltage vor Ende, genau. Ja, dass er sich einen neuen Job suchen kann. Ja, okay. Traurig. Ist ja auch keine 18 mehr. Nee, eben, ich könnte mir bei ihm vorstellen, dass er nach Holland nochmal irgendwo ein, zwei Jahre spielt. Könnte ich mir vorstellen. Ja, dann sagt mal schöne Grüße von uns, ne?
Und ihr könnt ihnen auch sagen, Kollegen, dass wenn sie irgendwann mal von uns eingeladen werden, dass sie dann, haben sie es wirklich geschafft, weil wir haben bis jetzt in unserem Podcast wirklich nur Legenden gehabt. Tobi Werner der eine, Sascha Mölders der andere, Patrick Mölzel, der Co-Trainer von Dynamo Dresden, war uns schon zugeschaltet. Also wer von uns eingeladen wird, puh. Der hat's auch geschafft. Jetzt die Eishockey-Legende mit Steffen Tölzer. Wir sind eigentlich ein Bomben-Podcast, kann man schon mal sagen, oder? Schon mega. Ja, super, ehrlich. Und wir sprengen jetzt auch die Zeit. Wir gerade haben noch nie eine Stunde. Noch nie so lange über irgendwas geredet. Ich hätte ja noch ewig Bock, aber... Also wer sich das ganz anhört, der soll sich echt einen anderen Job suchen, weil dann muss es ja langweilig sein. Ja, über was wir noch sprechen müssen, ist die Tabellensituation des FC Augsburg. Wir können es tatsächlich schaffen, jetzt am Wochenende in Wolfsburg vor Schalke zu bleiben. Ich hoffe, das muss jetzt auch nicht mehr sein, oder? Doch. Doch. Vor Schalke muss man spielen. Naja, pass auf, es ist ja so, im Elfer wird ja live geguckt und wenn der Spieltag vorbei ist, steht ja fest, ob wir vor oder hinter Schalke sind. Und sollten wir vor Schalke bleiben, gibt es Blutgrätsch, ein sehr süffiges Getränk aus Eierlikör. Und was war noch drin? Kirsche? Ja, das ist tatsächlich nur Eierlikör und Kirschlikör, die Blutgrätsche. Ja. Und das ist so ein kleiner Schwenker irgendwie mit ein bisschen Eis drin. Ja, und das gibt es for free. Ja, an dem Tag normal für 3,80, was eine bodenlose Frechheit ist. Ja, finde ich auch. Also frecher ist nur noch der Preis für meine Wiener und meine Debrecen, aber egal. An dem Tag gibt es tatsächlich umsonst, weil ich irgendwann mal die Klappe zu mit dem Schlusspfiff, habe. Mit dem Schlusspfiff. Und sollten wir vor Schalke stehen, gibt es Blutgrätsche for free, bis man nicht mehr laufen kann, weil man bis man aus den Ohren Blut grätscht. Warum hast du damals gesagt, Augsburg wird nie mehr vor Schalke stehen? Ne? Doch, ich habe gesagt, dass... Du warst positiv. Ich war positiv gestanden und habe gesagt, ich finde das dann so geil, dass ich dann diese widerliche Blutgrätsche... Da hat sich irgendein Hörer von uns hat sich drüber geäußert, über die Blutgrätsche, und dann haben wir gesagt, ja klar, dann gibt es natürlich Blutgrätsche für alle. Und natürlich, alle Produkte sind Discounter-Qualität. Aber du brauchst dir keine Sorgen, weil Schalke spielt ja gegen Stuttgart. Ne? Ja. Eben. Cool. Ja, ein schöner Schlusspunkt, würde ich sagen. Ich bin gespannt, ob wir uns Blutgrätsche reinziehen dürfen oder nicht. Ich hoffe, es geht ja auch um ein paar Millionchen da zum Schluss. Ne? Für den Verein wäre es schon wichtig. Bei der Blutgrätsche, achso, ich dachte für ihn. Tabellenplatz. Sascha, alles Gute für deinen Verein. Wann geht die Saison eigentlich wieder los bei euch, wenn jetzt Pause ist? Wir haben jetzt dann auch erstmal Urlaub und ich glaube, die dritte Liga geht schon... Kurz, also ich wollte sagen, die ist, glaube ich, relativ kurz, die Pause. Ja, die geht, glaube ich, schon Mitte Juli. Echt? Das sind 4 Spieltage mehr. Eigentlich hätten wir ja jetzt noch Pokal, aber da sind wir ja schon raus. Gegen Aschaffenburg war das. Gegen die der FCA 2 übrigens jetzt am Samstag spielt. Da geht es viel um die zweite Mannschaft vom FCA. Ist, glaube ich, um 14 Endspiel, Uhr. Ist das eigentlich das Endspiel von FCA 2. Also alle ins Rosenau-Stadion, zumal meine Frau da ja das Bier verkauft. Genau. Dann auch was Irene. Also irgendwie habe ich das Gefühl nicht los, dass du unser Sponsor bist. Nicht der Sponsor. Unser Sponsor ist LEW Solar, die umfassende Energielösung für zu Hause. Danke fürs Zuhören. Informationen auf lew-solar.de. Ich bedanke mich ganz recht herzlich bei Familie Mölders. Grüße zu Hause und nicht so viel Stress. Danke für die Einladung. Ja, bitteschön. Schön, dass ihr gekommen seid. Danke. Und nächste Woche, ich darf schon mal verraten, werden wir ein Geheimnis lüften. Ich habe vor der Saison, Bundesliga-Saison, einen Zettel in einen Umschlag gesteckt. Auf diesem Zettel steht mein Tipp, wie die Bundesliga-Tabelle zum Schluss aussieht. Die komplette Tabelle. Die komplette Tabelle habe ich getippt. Praktisch zum Anfang der Saison. Und wir schauen mal, wie schlecht ich getippt habe. Weil gut habe ich nicht getippt. Also ich sag, du hast Frankfurt ganz weit unten gehabt, wie alle anderen in Deutschland. Auch, ja. So ist es. Ich weiß es nicht mehr genau, aber ich glaube, relativ weit unten. Wo hast du Augsburg gehabt? Besser als jetzt. Ja, schaltet nächste Woche wieder zu. Dann das wird mega interessant, wie schlecht ich getippt habe. Einschalten, nicht vergessen, abonnieren auf YouTube, auf iTunes, Spotify und natürlich auf rt1.de. Dann bis nächste Woche. Auf Wiedersehen.